Ich kann absolut verstehen, dass so viele Menschen mit der Europäischen Union unzufrieden sind. Wir haben seit 30 Jahren im Europäischen Parlament eine konservativ-neoliberale Mehrheit. Und diese setzt dem Druck der Öl-, Kohle- und Gaslobby viel zu wenig entgegen. Obwohl sie eigentlich dafür sorgen müsste, dass auch künftige Generationen einen lebenswerten Planeten vorfinden. Die Ungerechtigkeit in Europa wird immer größer. Die Reichen unserer Gesellschaft werden immer reicher und zeitgleich können sich viele das Grundbedürfnis des Wohnens nicht mehr leisten, sind zahllose Jugendliche arbeits- und damit perspektivenlos und werden Unterstützungen für die gekürzt, die sie am dringendsten brauchen. Aber das muss nicht so sein. Bauen wir gemeinsam ein Europa, das besser ist. Ein Europa, in dem die Bedürfnisse der Menschen wieder mehr zählen als die Profitinteressen einiger weniger. Ein Europa, zu dem die Reichen und die multinationalen Konzerne genauso ihren Beitrag leisten, so wie das die Klein- und Mittelbetriebe tun und alle arbeitenden Menschen in Österreich. Ein Europa, in dem wir weiterhin friedlich zusammenleben und gemeinsam daran arbeiten, jungen Menschen Perspektiven zu geben und allen Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen. Ein Europa, in dem wir unser Wirtschafts-, unser Energie- und unser Mobilitätssystem so verändern, dass auch künftige Generationen einen lebenswerten Planeten vorfinden und wir gerade dadurch zukunftsfähige, nachhaltige, gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen können. Dieses Europa ist möglich. Und ich möchte mich mit all meiner Kraft und meiner Erfahrung dafür einsetzen. Wer mich dabei unterstützen kann? Sie und du und du. Bitte geht am 26. Mai wählen und helft dabei, endlich die nötigen Mehrheitsverhältnisse im Europaparlament zu schaffen. Eine Stimme für die SPÖ und damit für mich ist eine Stimme für diese positive Veränderung, damit Menschen endlich wieder wichtiger werden als Konzerne.